Hallo und herzlich willkommen YouTube zum nächsten Part von Let's Play FIFA 12. Ja, letztes Spiel hat 2-1 verloren. Leider. So, Parma will, was will denn die am Wesley? Die wollen am Wesley. Und jemand will der Brödel. Jetzt haben wir ihn gehen lassen. Schreibt es bitte in den Kommentaren, weil sonst lücke ich noch einfach. Ja. Ach ja. So, nächstes Spiel. Ich werde ein bisschen was an der Aufstellung ändern. Ja. Und zwar werde ich an Fritz raus und für Maureen und an Borgfrede rein. Na, tu mal Tribul rein. Tribul. Für ein Igniowski. Ist schlechter, weil es eher Freundschaft spielt. Deswegen kann man sich das leisten. Welche Lieblingsmannschaft habt ihr bei FIFA 12? Würde mich mal sehr interessieren. Würde mich sehr interessieren. Und los geht's. Seien Sie herzlich willkommen in der Arena auf den Kommentatorenplätzen. Ihre beiden Kommentatoren, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich habe leicht schwitzige Hände. Ich freue mich auf dieses Spiel. Und alle gucken Sie heute auf Werder Bremen. So, nach der ersten Niederlage im Vorbereitungsspiel wollen Sie jetzt reagieren und sich mal einen Sieg holen. Hier haben wir Brödel. Ja, ich glaube, die Aufstellung brauchen wir uns nicht anschauen. Los geht's. Der Ball rollt. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird's ein tolles Fußballspiel. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Sicher in der Ballbehandlung. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Tribol. Gut. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Rosenberg. Ein sehr schöner Pass. Markus Rosenberg. Und das macht er richtig gut. Wow. Der Kopfball. Und er ist drin. Wow. Ein riesiger Kopfball. Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt. Richtig gut. Von Ekicki. Hier Marin flankt rein und dann Ekicki. Wirklich keine Chance. 1-0. Noch 10 Minuten. Läuft doch gut. Hat der mir mal einen Frühstart. Pizarro. Immer wieder schleicht er sich in den Strafraum und dann steht er plötzlich da und keiner hat ihn wahrgenommen. Das ist nichts, den hat der Torwart sicher. Den hat er sicher. Ekicki. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Und der kommt genau an. Glück gehabt. Steht goldrichtig. Glück gehabt.
Schiedsrichter attackiert. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch alles hochkriege. So sieht ein Pass aus. Ganzen Videos. Hab halt keine 32.000er Leitung. Aber gebe ich eine 16.000, aber das ist, das ist eine klare keine 16.000. Freistoß! Glück gehabt. Rödel. Markus Rosenberg. Pizarro. Läuft mal wieder keiner mit, oder? Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Toller Pass. Was war das? Auf dem Weg zum Tor. Das kann er viel besser. Aber da hätte er den Ball natürlich eher drücken müssen. Der war ja Kilometer weit daneben. Kilometer weit. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Markus Rosenberg. Guter Hand. Da muss er gar nicht so viel machen, aber er steht halt immer richtig. Aufpassen, Ekic. Das war eher ein Torschuss statt eine Flanke. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Schöne Traumkombination. Souverän wird Ecke, Ecke ist wirklich ein Einwurf, meine ich. Muss Einwurf geben. Keine gute Flanke. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Okay, ja, sinnlos, weil ich die Idee im Ball wieder gehabt. Also bei diesen Abseits-Situationen, wenn ich schon wieder am Ball bin, braucht man nicht unbedingt Abseits pfeifen. Das regt mich manchmal auf bei FIFA. Ja, da kommt was auf uns zu. Da haben sie sich zu früh gefreut. Schmitz. Der Angriff ist schon wieder beendet. Ja. Und er holt sich nein. Den Ball. Was macht denn Schmitz? Nein! 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 Und der hat wirklich gelb gehabt. Na, bitte nicht. Nee. Und die zweite gelbe Karte. Und damit war es das für ihn. Gelb-rot. Und das war. Ja, das war wirklich dumm. Ja, okay, aber da muss man auch schon treffen können. Nur die Nerven gewesen sein. Er kann das besser. Ja, also natürlich geht das aus Elfmetern besser, aber irgendwas passte da nicht. Elfmeter müsste man schon treffen. Oh, das wird der Trainer gerne sehen. Wie der Ball da durch die eigenen. Gestern ist der zweite Liga wieder losgegangen. Und heute kommt der die erste Liga Bayern, spielt glaube ich gegen Hamburg. Ja, Bremen spielt erst morgen gegen Freiburg. 15:30 auf dem Platz hat und die andere hält, dann redet man drüber. Ja, und man weiß aber auch, Manni, und wer weiß das besser als du, dass so Spiele dann ganz komisch laufen können. Ja, meistens gewinnen die dann mit einem Mann mehr, weniger. Gut gemacht. Wenn Sie jetzt einen haben, der weit einwerfen kann, ein Ziel jetzt wird schon gut tun. Was machen die? Eine Grätsche im Strafraum. Ja, das ist fahrlässig. Das hätten Elber geben können. Pizarro. Glück gehabt. Den verzieht er. Ja, aber da stand da auch alles andere als optimal zum Ball. Der Ball ist im Aus, es gibt Abstoß. So, push. Raushauen. Papastathopoulos. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Nein. Sieht gut aus. Der Kampf für die Befreiung des Balles. Achtung! Warum? Warum? Ey. Mir reicht's jetzt. Herrlich, herrlich.
Aber es ist auch gut gemacht, wie er den Keeper da vernatzt. Das ist ein Konter aus dem Lehrbuch und wirklich beeindruckend. Nach einem Sprint über das halbe Feld hat er noch genug Kraft, um den ins Netz. Wechselt ein bisschen mal ein bisschen aus. Torwart geht. Pizarro geht auch. Sie haben sich lang genug warm gelaufen. Jetzt sind zwei neue im Spiel. Ekichi. Jetzt spielen wir jetzt nur noch mit einem Stürmer, aber Abwehr ist wichtiger. Wollte das zweite Tor, aber da steht er, der Torwart. Glück der macht ein richtig gutes Spiel. Was? Ey! Ja, und das ist dann wieder was, oder? Ja, und es gibt dann auch gleich wieder eine Karte, oder? Na, Gott sei Dank. Oh, hätte mich jetzt auch gewundert. Jetzt bringt der Trainer einen neuen Spieler. Er will nochmal frischen Wind haben im Team. Okay. Ja, das Führungstor soll bei uns hier. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Gut abgefangen hat er da den Ball. Oh, oh, ganz schöne Überzahl, Mielitz, bleibt drin. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich spinne. Für was war denn das? Für was denn? Ey! Für was? Für was denn? Ein wunderbarer Elfmeterschütze. Für was denn? Unnötigste Elfmeterhelfer. Ja klar, dass ich dann verliere. Scheiß Schiedsrichter. Ich block den Schiedsrichter einfach. Jetzt müsste er angespielt werden. Schiedsrichter blocken. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Ein Traumpass. Ja, oder? Logisch, das muss Eckball, Eckball geben. Bei manchen Ecken wird's gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Mielitz bleibt drin. Tolle Flanke! Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. So eine Schiedsrichterin, viele Entscheidungen. Ein gutes Stellungsspiel. Zwar, der erste Elfmeter, den kann man geben. Den muss man eigentlich. Guck ich mal, was da jetzt los war. Und ich hätte ja auch einen Elfmeter vorher kriegen müssen. Lukas Schmitz. Das war immer das zweite Spiel drin und da auch. Hat er gut gesehen, der Schiedsrichter? Ja, dann gibt's. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Dann pfeift die Pforte doch wieder ab, oder? Er erkämpft sich den Ball mit der Grätsche, das muss er auch können. So, für einen Angriff reicht's noch. Der könnte ihn jetzt noch den Ausgleich bringen. Das muss sein, nicht gewesen sein. Ein sozusagen. Der Gegner ist wieder am Ball. Vielleicht doch dieser Marin. Nein. Ja, jetzt haben die noch einen Angriff und das war's dann. Vielleicht machen sie sogar noch das. Ja, jetzt pfeift ab. Natürlich, wenn wir am Ball sind, pfeift immer ab. Es ist der ich kenne die Jungs ja, die wollen auch keine Freundschaftsspiele verlieren. Ja, und man sieht's ja auch. Schau mal in die Gesichter, das wurmt sich schon. Ja, zum Glück war es ein Freundschaftsspiel. Ja, also das war Part 2. Bis zum nächsten Mal, bin dann gerade ein bisschen frustriert. Ach Gott. Bis zum nächsten Mal. Euer Killer Party.